Standard Berlin heute mit einem besonderen Gast, nämlich Gabriele Sawicki. Sie ist Schmiedin. Heißt das so überhaupt korrekt, Schmiedin? Das würde so heißen. Ich würde sagen, ich bin Metallbauerin. Ja. Und in Berlin und 1983 mit drei anderen Frauen, nicht Männern, eine Schmiede in Kreuzberg übernommen und bis 95 in Kreuzberg geführt. Und dann sind sie weggezogen, woanders hin. Na, auch in Kreuzberg noch geblieben. Ja, aber aus dem Keller heraus. Schmiede im Keller eines Hauses. Das muss man sich mal vorstellen. Was besonders pikant war, die Decken waren nicht hoch genug. Ja, da können Sie heute drüber lachen. Ne? Ja, da haben wir wirklich viel drüber gelacht. Ja. Und heute betreiben Sie immer noch eine Schmiede? Schmiedeschlosserei, ja. Was machen Sie denn hauptsächlich? Sie haben ja was mitgebracht. Was ist das hier? Oh Mensch, das ist schwer. Das ist ein Werkzeug, ein selbstgefertigtes Werkzeug. Und zwar, wir hatten 2012, war es glaube ich schon, eine Restaurierung von einem sicherlich 100-jährigen Geländer. Und nicht bloß eine Restaurierung, sondern auch die Ergänzung. 7 Meter aufarbeiten, 7 Meter neu. Und da gab es halt diese Rosetten drin. Das freut auch das Auftragsbuch, ne? Das war ein schöner Auftrag. Und da waren halt diese Rosetten drin, die kann man nicht kaufen. Also haben wir sie gemacht. Wir schneiden aus Blech was aus. Das ist die Grundlage, so ein Stück Blech. Das ist die Grundlage, genau. Dann wird halt das Gezackel ausgeschnitten. Und damit das jetzt ein bisschen räumlich auch wird, wird es erwärmt und wird dann auf einem weichen Untergrund geschlagen, dass im Prinzip diese Form in die Kugeln reinkommen. Naja, und dann muss es halt noch ein bisschen nachgerichtet werden und dann ist das. Es ist fertig. Sieht aus wie gekauft, ne? Ja, sieht aus wie gekauft. Gucken mal, wie lange arbeiten Sie an sowas? Ich kann noch mal. Na, das dauert schon eine Weile. Also für 1,20 Euro sind die nicht zu machen. Also wenn man so einen Katalog guckt. Also wir arbeiten nicht mit, fast nicht mit vorgefertigten Teilen aus dem Katalog. Ja. Bei uns gibt es Handarbeit und gibt es Handarbeit nach historischem Muster. Und was ich wirklich gerne mache, ist, sagen wir, 100-jährige historische Bauelemente fit machen für die nächsten 100. Sind Sie denn am Aufbau des Schlosses beteiligt? Es gibt eine Orientierung, dass die Berliner Betriebe sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenfügen und sich bewerben auf die Schmiedearbeiten. Ob das Land Berlin dann an eine hiesige Arbeitsgemeinschaft vergibt oder ob sie das nach Baden-Württemberg geben. Wir wären alle interessiert, selbstverständlich. Und das wäre von der Größe auch ein Gewinde. Da müssten alle zusammenarbeiten, das ist schon klar. Also ich bin ein ganz kleiner Betrieb, muss man dazu sagen. Ich bin blitzklein. Ja, aber immerhin. Ja. Machen Kunstwerke. Ja. Ja. Das ist auch gut. Das, was mich so jetzt interessiert. Worauf haben Sie sich spezialisiert? Auf so was Sie eben sagten, am liebsten so Gewerke, die schon ein bisschen historischen Hauch haben. Also Schloss wäre ja dazu prädestiniert. Ich kann es nur noch Wenn die Preise stimmen, muss man dazu sagen. Wenn die Preise stimmen. Aber Sie bewerben sich auf jeden Fall, nicht? Oder haben wenn Sie diese schon in dieser das kann nur in der Arbeitsgemeinschaft passieren. Aber soweit ich weiß, sind die Schlossarbeiten noch nicht ausgeschrieben. Also die Schmiedearbeiten sind noch nicht ausgeschrieben. Der Schloss hatte doch früher auch drumherum so einen Stahlzaun, ja, so ähnlich wie das. Sicherlich, aber das sind sicherlich andere Betriebe, die das dann machen. Aber weiß nicht, Sie haben meine Karte da liegen. Ich habe halt zwei Seiten. Ich arbeite viel im Denkmal. Auf der einen Seite arbeite ich halt im historischen Bereich im Denkmal und die andere Seite, die ist meistens rechteckig und hat noch Glas dabei. Und dann sind es Stahl-Glas-Elemente, Bürounterteilungen, oder Brandschutztüren fürs Denkmal. Gerne. Wenn Sie ausbilden und ein junges Mädchen kommt zu Ihnen, von den Jungs wollen wir heute nicht reden, ja, bevorzugen Sie denn das Mädchen, wenn beide gleich gut sind? Dann würde ich das Mädchen nehmen, klar. Ja, also wenn sie beide gleich gut sind, klar. Ja, was muss sie mitbringen? Lust. Die muss Spaß dran haben. Also wenn wir tragen die nicht durch, wir wollen die nicht durchtragen. Mhm. Wir sind interessiert, Menschen zu haben in der Zusammenarbeit, die erstens was lernen wollen und die mit denen man kommunizieren kann. Also wir sind in unserem Arbeitsbereich muss, also gerade im Schmiedebereich, muss das eigentlich fast vom Kopf in die Hände fließen. Im anderen Bereich, im Metallbaubereich, geht viel auch über eine Zeichnung oder eine Skizze und eine Maßvorgabe.
Aber gerade im gestalterischen Bereich muss das in die Hände fließen können. Und Muckis muss man auch haben, ne? Muckis kann man aufbauen. Also Muckis bauen sich auf. Also das mal zur Beruhigung, wenn Sie noch keine haben, kein Problem. Kommt von selber. Ja. Mit wie viel Gewicht haben Sie denn jeden Tag zu tun? Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal macht man feine Arbeiten und manchmal macht man schwere Arbeiten und dann tut es kreuzweh abends. Ja. Auch klar. Haben Sie sich auch schon mal so richtig mit einem schweren Hammer auf den Daumen gehauen? Auf den Daumen nicht, aber Verletzungen hat es schon Ja. gegeben. Verbrennung hat es auch immer gegeben. Und ich denke, so richtig wehleidig darf man nicht sein in dem Bereich. Aber es ist rau, aber herzlich. Ja, und das gefällt Ihnen So. immer noch. Ich spüre. Es gefällt mir immer Ja. noch. Und im Augenblick habe ich auch gerade, ich bin gerade sehr gesegnet mit Praktikantinnen, ist aber total nett. Ich habe eine ganz kleine, zierliche Ja. 29-Jährige, der das Mit total Spaß Muckis. macht, die auch Muckis hat und die auch die Ausbildung machen will. Und ich habe eine andere, die wahrscheinlich Maschinenbau studieren wird, die ist größer, größer, kräftiger, aber beide wissen, also beide trauen sich was anzufassen und mit beiden läuft das in der Kommunikation gut. Und ich habe aber auch noch, man glaubt es kaum, ich habe noch daneben einen männlichen Auszubildenden und da läuft das auch Also gut. keine Angst, Jungs, Frau Sawicki nimmt auch Jungs Ja, zur ja, Ausbildung. ja. Und ich arbeite in der Werkstatt, wo wir arbeiten mit zwei Betrieben in einer Werkstatt. Der andere Betrieb hat auch noch zwei Gesellen dazu und wir können uns austauschen, wer bei welchen Arbeiten mit wem zusammenarbeitet. Das ist sehr gut. Das ist sehr ungewöhnlich, das Konstrukt. Und es hilft aber beiden Betrieben, dass sie nicht so viel Personal vorrätig halten müssen. Also ich habe auch noch Gesellen, mit denen ich arbeite, so ist es nicht. Man kann Maschinen gemeinsam nutzen und, und. Ich habe bis 2012, das möchte ich hier an der Stelle auch noch sagen, von 2004 bis 2012 habe ich die historische Schmiede auf dem Richardplatz aufgebaut, auch den Betrieb neu aufgestellt unter dem Namen Rixdorfer Schmiede. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben den Richardplatz auch als Werbestandort benutzt und haben, was vielleicht ungewöhnlich ist, sehr viel Veranstaltungen auch gemacht, um für uns zu werben. Letztendlich, also im Prinzip Mischung zwischen Kultur und Arbeit. Früher war ja das Handwerk die Triebfeder der kulturellen Entwicklung, kann man so sagen. Heute sagt man, die Handwerker kommen, ich muss zu Hause bleiben. Das heißt, da ist so ein Werteverfall auch da. Und ich denke, ich habe einen kleinen Beitrag auch geleistet, das Handwerk wieder positiv in den Blickwinkel der Gratulation, Menschheit das ist zu holen. schön. Und Ihre eigenen Kinder? Treten die in Ihre Nee, Fußstapfen? machen sie Nee? nicht, aber die haben schon mal einen Hammer in der Hand gehabt und die Aha, und die zieren Hände sich. sind gleich geblieben? Und Bei die mir bleiben die nämlich nicht gleich. nee, nee. Und Heil, meine ich. die zieren sich auch nicht, was anzufassen und Ja. was dreckig zu machen. Und, möchte ich auch noch erzählen, vermittelt, wenn Sie die Kinder ansprechen, vermittelt über die Kinder, durfte ich gerade an einem ganz tollen Projekt mitarbeiten. Meine Kinder sind, also ich habe zwei Töchter, die sind erwachsen, die sind lange in der evangelischen Schülerarbeit gewesen und die wollten nun eine Waldenkirche bauen. Und da ist ihnen nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, du könntest dich doch mal mit dem unterhalten, wie man sowas gestalten kann in Metall. Und das habe ich dann auch getan. Und habe dann aber gemerkt, das ist sinnvoller, dass andere Partner mit ins Boot kommen, wie zum Beispiel die Fachschule, wo unsere Schüler und Schülerinnen zur Berufsschule, also unsere Auszubildenden zur Berufsschule gehen. Und die haben dann sozusagen das Weidengestell, das Gestell für die Weiden gebaut. Und ich habe aber 1,5 Jahre diesen Prozess mitmachen können und das hat unheimlich viel Spaß gemacht und das war ein ganz toller Prozess. Die Kirche ist im Juli gewidmet worden. Es ist jetzt eine richtige, ernstzunehmende Kirche, eine Kirche von unten. Und die Handwerker, also es war ein Gartenlandschaftsbau dabei, es war ein Rüster dabei. Wir waren alle sehr beeindruckt über die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit von 100 jungen Menschen zwischen 8 und 25, 30. Es war ein tolles Wochenende. Toll. Und gerade in dieser Zeit, wo alle sagen, die Jugend ist verloren und das geht alles gar nicht mehr und überhaupt, war das ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Toll. Hochachtung. Ich will noch mal Ja. aufs Schloss zurück. Was würden Das Sie am Schloss Schloss. denn am liebsten machen? Nehmen wir mal an, alles läuft.
Ihre Arbeitsgemeinschaft kriegt einen Auftrag. Was würde Sie da am meisten reizen? Also es muss meinen Mitteln entsprechen. Es wird irgendwas Geländertechnisches sein. Keine Ahnung. Also dann Zaun werden die ja machen. Ja, aber die werden hunderte von Metern Zaun machen. Das ist irgendwie, dafür bin ich mit meinen 4 Leuten viel zu klein. Das kann ich gar nicht. Dann machen Sie 20. Ja, also mitarbeiten würde ich sehr gerne. Und das muss man einfach gucken, was da klappt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Berlin das schafft, diesen Auftrag hier im Land zu lassen. Das finde ich spannend. Haben wir nicht so viele Schmieden? Na, was ist am Potsdamer Platz passiert? Welche Berliner Firmen haben am Potsdamer Platz gearbeitet? Weiß ich nicht, Sie wissen es, erzählen Sie. Also ich habe da immer nur die Container gesehen, wie der damals gebaut wurde. Ich bin immer zur Arbeit hin und her gefahren, Kreuzberg, Wedding, das war mein Weg. Da haben wenig Berliner Firmen gearbeitet. Und beim Schloss befürchten Sie das auch? Also, ich weiß nicht. Wer immer verantwortlich ist beim Schloss, ja, dann denken diesmal Berliner Firmen berücksichtigen und wirklich zur Sache kommen. Das war eine tolle Geschichte, die Sie gemacht haben. Ja, und zurzeit haben Sie wieder viel zu tun. Und, zu Weihnachten gibt es dann besondere Boomzeiten? Vor Weihnachten ist in der Regel, fällt allen das ein, was noch fertig werden müsste, und dann dreht sich es immer so ein bisschen. Wir sind noch am Ende der Sendezeit. Sie können wieder in die Schmiede. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Frau Gabriele Sawicki, eine tolle Geschichte. Nicht die einzige Schmiede in Berlin, aber viele gibt es nicht? Viele Frauen. Nee, viele gibt es nicht. Und eine tolle Sache, eine tolle Geschichte. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie den Auftrag vom Schloss abkriegen. Das wäre doch was. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.